Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Euro Truck Simulator 2. In der letzten Folge haben wir ja Pause gemacht. So, Handbremse ist gelöst, Gang legen wir ein. Und auf geht's. Da haben wir ja hier an der Mautstelle Rast gemacht. Und sollten dann jetzt aber in der heutigen Folge eigentlich ganz gut durchkommen, denke ich. 6 Stunden haben wir noch. Das sieht meiner Meinung nach machbar aus. Dass wir unsere Milch endlich abliefern können. Zumindest will ich doch mal hoffen, dass das so funktioniert. Und ich will hoffen, dass jetzt der PC richtig funktioniert. Weil irgendwie wollte er gerade nicht. Also der PC wollte schon, aber das Lenkrad wollte nicht. Es hat sich beharrlich geweigert, mit dem Spiel zu kommunizieren. Kam mir dann nämlich gleich schon komisch vor, als ich Motor gestartet habe und er dann gleich auf 2500 Umdrehungen drehte. Obwohl ich weder das Lenkrad in der Hand hatte, noch die Füße auf den Pedalen. Oh, ein Fluss. Schick. Hoppala. Sorry. Mein Fehler. Ich habe doch versehentlich einen bedrängt, der im Spiegel, also der von hinten kam. Der musste ein wenig in die Eisen gehen. Können wir eigentlich in den 12. Gang gehen, genau, damit wir schön die Drehzahl senken. Ein bisschen benzinsparend oder dieselsparend unterwegs sind. Sind leider immer noch zu viele Autos unterwegs, man kann gar kein Fernlicht anmachen. Dann hätten wir es nämlich richtig hell. Für Restzeit haben wir eigentlich noch 9 Stunden, das langt. 5 Stunden Fahrzeit, das passt. Und dann haben wir auch einen schönen Abschluss für diese Folge. Weil die Zeit werden wir, denke ich, brauchen. Hier ist LKW. €20. Ah, Einkommen Monika, 8020. Und die Monika ist im Level aufgestiegen. Die haben wir ja in den Fernverkehr geschickt. Das ist eigentlich auch noch was, was wir nochmal wieder nachgucken können, wie es in unseren Fahrern eigentlich geht. Und wir müssen dringend mal wieder andere Werkstätten aufdecken, damit wir auch mal wieder andere LKWs kaufen können. Upsa. Ups. Das ging etwas stärker um die Kurve, als ich es gerade auf dem Schirm hatte. Dabei wurde es im Navi ja eigentlich so angezeigt. Oh, was ist da? Eine Panne? Wir müssen geradeaus. Bilbao.
können eigentlich wieder in den 12. gehen, genau. Spart enorm Sprit. So auf Dauer auf jeden Fall. Da müssen wir runter. Oh, hier gelten 70. Ups. Jetzt gehen wieder 90. Kollege mit 80 unterwegs. Dabei hat er einen leeren Zug, also nur die Zugmaschine. Der könnte sogar deutlich schneller. Wenn er denn wollte. Ja, da liegen ein paar Holzstämme. Und wir fahren weiter durch die Nacht. Okay. Das ist fein, der fährt auf die... Oh, Maut. Würdest du bitte fahren? So. Oh. Da fehlte noch ein Meterchen. So, jetzt haben wir noch 4 Stunden. Die kriegen wir auf jeden Fall noch unter. Nehmen wir doch einfach wieder den 12. Einfach schon, weil sich's bewährt hat. Oh, da ist ein langsamer LKW. 2 langsame LKW. Das, was wir jetzt gerade gemacht haben, darf man ja eigentlich nicht. Ich glaube, für LKWs ist sie ganz... linke Spur tabu, also die 3. Zumindest in Deutschland. Ich weiß gar nicht, wie das in Frankreich ist. Oder wo sind wir überhaupt? Frankreich? Spanien? Frankreich glaube ich noch. Ich bin mir da aber nicht ganz sicher.
Kann ich doch auch den Bordcomputer durchschalten? Oh, die nächste Mautstelle. Müsste ich echt mal öfter machen, dass ich mal so mir auch die Tasten merken kann, die dafür verwendet werden. Null. Null ist gut. Mit Null bin ich einverstanden. Es war eine günstige Mautstrecke. Dann glaube ich auch erstmal keine mehr kommen, oder? Dafür müsste gleich eine Grenze kommen. Wir haben noch 3 Stunden. Bilbao, Pau. Oh. Maut. Sagte ich nicht erst, es dürfte eigentlich keine mehr kommen? Habe ich mal wieder Unfug erzählt. Es dürfte die Maut-Anfangsstation sein, genau. Anfang einer Mautstrecke, bitte Ticket aufbewahren. Schauen wir mal, dass wir das Ticket aufbewahren. Ich glaube, sonst zahlt man nämlich irgendwie den Höchstsatz oder so, der möglich ist. Und zum Glück können wir es hier im Spiel nicht verbummeln. Jedenfalls wüsste ich nicht wie. Wir können hier gleich auf der mittleren Spur bleiben, da wir nicht abbiegen wollen. Wir fahren Richtung Bilbao weiter. 167 km haben wir noch. Und dann wären wir am Ziel. Und dann können wir endlich eine neue Fahrt machen. Bin mal gespannt, wo es dann hingeht. Nicht, dass ich jetzt lesen könnte, was da oben stand. Müssen wir noch 13 Euro. Da gibt es Fragezeichen. Müssen wir echt mal, wenn wir da durch die Stadt fahren, wäre das natürlich noch eine Überlegung, dass wir da mal ja auch die 2 noch aufdecken. Weil wir haben ja noch 7 Stunden. Ups. Ich glaube, da hätten wir aber hier abbiegen müssen. Schade. Weil da gerade das mit dem Werkstattsymbol, das ist bestimmt eine LKW-Werkstatt oder ein LKW-Händler. Anfang einer Mautstation. Muss ich echt mal mehr gucken, dass ich mal ein paar mehr Fragezeichen aufdecke.
dass wir da auch mal ein bisschen weiterkommen in dem Bereich. Schauen wir mal. Erster Aufenthalt in Donostia. Das müsste jetzt Spanien sein, ja? San irgendwas. Das sind wir also jetzt eindeutig in Spanien. Und das Straßen-Tuhuwabu, was ich da auf der Karte sehe, das hat mich jetzt doch etwas abgeschreckt, davon abzubiegen von der Route hier. Oh, Panne. Ich würde ja aussteigen und dir helfen, aber ich kann leider nicht aussteigen hier in dem Spiel. Ich bin an meinen LKW gefesselt. Machen wir doch mal Licht. Davon fahren welche, die wollen wahrscheinlich auch noch was sehen. Was sie aber nicht wirklich können, wenn ich das Fernlicht anhab. Eine Stunde 35. Und das, obwohl wir ja in da irgendwo im Osten noch einiges an Zeit verloren haben. Wir hatten ja die LKW-Panne, wo der Warnsignale gegeben hat beim Motorstart. Trotzdem liegen wir jetzt so gut in der Zeit. Ach, nächste Mautstalle. Null Euro. Die zahlen wir gerne. Ich weiß gar nicht, ob das so korrekt ist oder ob da irgendwo ein Fehler im System ist. Weil 0 Euro Maut sind ja doch auffallend wenig. Geradeaus. Abbiegen dürfen wir nämlich nicht. Das macht das Ganze einfacher. Abbiegen gemusst? Ich weiß es gar nicht. Radar? Okay. Sorry, ich wollte dich nicht bedrängen, mein lieber Bus.
Anfang einer Mautstrecke. Da sind einige unterwegs. Ich weiß gar nicht, wie vielte das jetzt schon war, aber da zahlt man doch ordentlich Maut auf den Strecken hier. Okay, mit unseren 0 Euro waren wir natürlich immer ganz gut dabei jetzt. Die letzten zwei Mal. Erster Aufenthalt in Bilbao. Wow, was eine große Stadt. Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht geschnitten, mein lieber LKW-Fahrer, aber ich durfte hier nicht abbiegen. Oh, wir dürfen nur 80. Ups. Es ist so Wahnsinn, wie groß die Stadt ist. So dagegen jetzt Köln in diesem Spiel hier sieht, das ist ja deutlich kleiner. Macht zumindest den Eindruck. So, hier müssen wir abbiegen. Da werden wir ja unmissverständlich darauf hingewiesen. Nein, hier noch nicht. Ich muss mir das gerade mal auf den Maßstab hier schalten. Bei den vielen verschiedenen Ausfahrten, die Ausfahrten, die es hier gibt, verliere ich sonst vollends den Überblick. Wir müssten dorthin. Es war jetzt eine etwas freie Interpretation der Strecke. Himmel hilf! Wo sind wir denn hier gelandet? Mein lieber Scholli. Da soll ich mich zurechtfinden. Ein riesen Industriegebiet oder Hafengebiet oder beides. Oh oh. Ist das hier die richtige Firma? Nein, wir müssen da. Erstmal sollte ich runterschalten. Da müssen wir wohl hier. Und dann können wir. Hier hinten. Nicht aufs Gelände. Okay.
So viel dazu, dann hätten wir doch da abbiegen müssen. Oh, das Navi sagt mir, ich soll hier im Kreis fahren. Geil. Rumpel die Pumpel. Zaun bitte stehen lassen. Jawohl, sehr gut. Da blinkt was. Da sind wir richtig. So. Vorteil mit dem weiten Einschlagen am Spiellenkrad hat natürlich auch den Vorteil, dass man sehr viel eleganter hier einparken kann. Weil natürlich auch das alles sehr viel feinfühliger reagiert. So. Dann satteln wir mal ab. Perfekt. 2900 Kilometer haben wir hinter uns gelegt. Ja, Abzug für Schäden 7000. Aber wir kriegen 89.928 ausbezahlt. Das ist doch mal ein Wort. Und wir sind ein Level aufgestiegen. Dann leveln wir doch nochmal ADR oder gehen wir nochmal auf hochwertige Fracht. 2, 3, Rang 4. 20% höhere Vergütung. So. Was ich jetzt aber auch gerade nochmal machen möchte. Wir haben noch 314.000, die wir zurückzahlen müssen. Wir könnten zurückzahlen. Ich glaube, das tun wir auch. So. Garagenmanager, wie sieht's denn da aus? Ach so, wir haben ja nur die eine. So, wir sind auf der Straße. Der ist auch auf der Straße, macht gerade eine Auftragsfahrt. Und auch sie ist auf der Straße und macht ebenfalls eine Auftragsfahrt. Fahrermanager, da wollte ich eigentlich hin. So, klar, ich habe den MAN schick lackiert. Wir machen 21.619 Profit. Und ich fahre umher. Ja. Wie weit ist er denn? Ausgeglichen. Es levelt er sich hier überall so ein bisschen auf 2. Die Monika ist auf Fernfahrten spezialisiert. Da sieht man jetzt auch. Eigentlich könnte ich einen Ludovic auch spezialisieren. Und zwar auf Just in Time. Er hat ja den kräftigen Volvo mit über 700 PS. Ne, mit 600 PS. Okay, ich nehme alles zurück. Hat er das jetzt übernommen? Ja, Just in Time Lieferung. Dann darf er sich darauf spezialisieren. So.
Und dann würde ich sagen, beenden wir damit die heutige Folge. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei, wenn wir dann unseren nächsten Auftrag annehmen. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.